Sag mal, was für ein Auto fährst du eigentlich? Ich bin ja von Ferrari. Als ich für Renault fuhr, hatte ich ein Renault, bei McLaren einen Mercedes. Und du bei Red Bull, was fährst du da privat? Wir haben Infiniti. Und du fährst Ferrari? Yes. Und den fährst du jeden Tag zum Shoppen? Für den Alltag habe ich einen Fiat Cinquecento. Ich habe auch einen, alten von 1959. Die Tür wird nach vorne geöffnet? Ja, diese Selbstmördertür. Ich weiß schon was. Okay, fang an, dann denke ich noch was nach. Thank you very much. Danke sehr, danke. Complete. Er ist ein kompletter Fahrer. Quick. Er ist schnell. Oh, thank you. At least danke, wenigstens etwas. Ich habe einige sehr gute Beziehungen und auch schon schöne private Momente verlebt mit alten Teamgefährten wie Trulli oder Fisichella. Aber es ist nicht das Gleiche wie mit Freunden aus der Schule, die dich ein Leben lang kennen. Wir gehen all dem gleichen Job nach. Es ist schwer, denn jeder führt sein eigenes Leben und jeder kämpft gegen den anderen. Es ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Also, was mich an ihm besonders beeindruckt ist, wenn jemand Weltmeister wird und sofort danach vor dem nächsten Titelgewinn steht, und das in so jungen Jahren. Sebastian zeigt uns allen, wie schnell er ist und dann sein Talent bei diesen unglaublichen Geschwindigkeiten und dem Druck, die in der Formel 1 herrschen, keine Fehler zu machen. Dabei ist er gerade 4 Jahre erst hier dabei. Er wird auch in Zukunft der stärkste Gegner sein, für mich zumindest, für meine verbleibenden 5 Jahre hier in der Formel 1. Er überlebt mich sowieso. Will be a very strong rival for the next at least 5 years in my case. He will be longer than me. Ich kenne ihn schon länger als er mich. Als ich noch Kart fuhr, ging Fernandos Stern auf. Man konnte sofort sehen, dass er nicht nur schnell war, sondern dass er in der Lage war zu lernen und sich als Fahrer zu entwickeln. Heute ist er einer der härtesten Konkurrenten für mich, die es gibt. Es gibt kaum eine Situation, die er nicht meistern kann. Dafür, aber auch als Mensch, bewundere ich ihn sehr. Ja, da weiß ich eine Situation. Es war Hockenheim 2008, das Safety Car war draußen und wir waren alle in der Box. Ich erinnere mich, es war für mich etwas Besonderes, denn in diesem Rennen war ich die ganze Zeit vor Fernando im Renault. Wir fuhren fast gleichzeitig aus der Boxengasse raus. Ich war auf der Innenseite, du musstest über die weiße Linie ausweichen und hast im Cockpit mit den Händen rumhantiert. Eine Kleinigkeit, aber eine besondere, denn ich kämpfte da immerhin gegen den Doppelweltmeister Fernando Alonso. Zwei der ganz Großen in der Formel 1, das muss man